Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute habe ich Neuigkeiten für euch und ja, ich habe einfach gerade mal die Xbox angemacht, wollte so ein bisschen daddeln, so ein bisschen COD4 zocken, Multiplayer. Und ja, dann habe ich eine Nachricht bekommen vom Abonnenten, dass heute irgendwie ein Patch rauskam für Black Ops 2, da musste ich direkt nachgucken, habe direkt Black Ops 2 reingehauen in die Xbox. Und ja, tatsächlich 39 MB Update. Ja, hab dann sofort mal Dyrise gestartet, beziehungsweise mir die besten Liste von Dyrise angeguckt, da hat sich leider nichts geändert. Der möchte gern Weltrekordhalter, hat 163 Runden. Und da dachte ich mir einfach, scheiß drauf, starte ich mal Dyrise. Und ja, ihr seht schon hier, der Glitch funktioniert nicht mehr. Oder der Bug oder was auch immer das ist, der Spielfehler auf jeden Fall funktioniert nicht mehr. Die Zombies kommen von allen Seiten, das heißt, alle Noobs haben jetzt keine Chance mehr. Finde ich richtig gut. Jetzt macht Dyrise auf jeden Fall wieder Bock, sobald Dyrise auf jeden Fall die Bestenliste gepatcht hat, dass dann mal wirklich die guten Spieler loslegen können, hier Rekorde zu reißen. Und tja, Treyarch, nur noch Bestenliste patchen müssen wir üben, ne? Ja, ich hoffe, das werden die jetzt in den nächsten Tagen machen, die Leute löschen. Ansonsten geht das ja gar nicht. Also wenn die die Bestenliste nicht zurücksetzen, dann sind das für mich die größten Lappen und ich werde nie wieder ein Call of Duty kaufen. Das schwöre ich, verspreche ich euch, dass ich dann kein Call of Duty mehr kaufe, weil... ja, einfach die ganzen Noobs das jetzt ausgenutzt haben, hier übelste Rekorde gemacht haben, oder halt möchte gern Rekorde, 163 Runden. Und ja, jetzt kommt das Spiel ja bald für die PS3 raus, die Leute haben jetzt zum Beispiel gar keine Chance mehr, dann auch mal rumzuglitschen und, beziehungsweise die Leute, die jetzt nicht geglitscht haben und einfach darauf gewartet haben, dass es gepatcht wurde, oder gepatcht wird, haben ja dann jetzt auch gar keine Chance mehr, hier auch mal die Sau rauszulassen. Von daher denke ich mal, die werden das patchen, ganz ehrlich. Das ist meine Meinung darüber. Ja, ihr werdet jetzt zum Schluss, zeige ich euch jetzt noch hier die Bestenliste einmal. So, ich musste warten, bis ich hier in den Tod springe. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon in den Tod gesprungen jetzt hier an der Stelle. Scheiße, jetzt habe ich mal 3 Sekunden einfach stumpf gar nichts gesagt, aber egal. Ja. Ich finde es cool, dass sie es gepatcht haben. Das war auch das Erste, was ich ausprobieren wollte. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich froh, dass sie das gemacht haben. Ist auch schon ziemlich spät jetzt. Ich wollte eigentlich gar kein Video mehr machen. Aber sowas muss ich natürlich direkt raushauen hier. So, jetzt zeige ich euch mal die Bestenliste. Ja, ja, als Erstes bin ich auf die Bestenliste des Einspieler-Modis gegangen halt. Und da sieht man es auch, 163 Runden. Ja, für mich einfach nur total lauchig. No Skill und so. Aber man kann es ja leider nicht ändern. Wie gesagt, wir müssen einfach darauf hoffen, dass das gepatcht wird. Und ich denke, das werden die jetzt auch in den nächsten Tagen tun. Ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Das soll es gewesen sein. Hier läuft jetzt noch die Bestenliste. Dann zeige ich noch kurz das Update mit dem Datum, Uhrzeit und der Größe. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg beim fairen Zombies killen. Und ja, haut rein, Leute. Vectic is my zombie killing buddy!